Herzlich willkommen zum YouTube-Channel von ACR Bielefeld. Wir haben ja inzwischen alle so schicke Smartphones mit Bluetooth und die meisten Autos von uns haben auch AUX-Anschlüsse dran, wo man mit so einem Klinkenstecker ein Audiosignal einspeisen kann. Und wie wir das miteinander am besten verbinden, das zeige ich euch jetzt. Ja, von der Firma Empire gibt es diese schicken Adapter, die heißen BTR 100, BTR 200 oder BTR 300. Zu den Unterschieden kommen wir gleich noch. Die sind alle so aufgebaut, dass wir ein Bluetooth-Empfängermodul haben und unten zwei Kabel, die rausgeführt werden. Wir können unser Handy damit koppeln und dann halt Musikdaten überspielen. Das Ganze ist zum Audio-Streaming gedacht, das heißt, es ist keine Freisprecheinrichtung, ich habe keinen Mikrofonanschluss da dran, sondern rein, um Musik in mein originales Radio per Bluetooth zu integrieren. Die Kopplung geht so, dass ich in den Pairing-Modus gehe, mich damit koppel, das wird dann auch direkt gefunden und das Gerät merkt sich, mit welchem Gerät es zuletzt verbunden war. Das heißt, wenn ich halt aussteige und wieder einsteige, versucht er sich direkt wieder mit meinem Handy zu koppeln. Wenn er das nicht schafft, weil er mich nicht findet oder wie auch immer, dann geht er halt automatisch in den Pairing-Modus, um ein anderes Gerät aufzunehmen. Ich kann auch mehrere Geräte gleichzeitig damit bekannt machen, aber nicht gleichzeitig betreiben. Also er kann sich immer nur mit einem gleichzeitig verbinden. Zu den Unterschieden, die liegen in den Kabelbäumen. Das ist jetzt der BTR 300. Das ist die Version, die hat einen USB-Anschluss, der für die Stromversorgung da ist und einen AUX-Klinkenstecker für die Audioübertragung. Das heißt, der kommt entweder ins Autoradio oder in den USB-Anschluss des Radios, um das Gerät mit Strom zu versorgen. Und hier geht dann über den Klinkenstecker das Audiosignal ins Radio. Der BTR 200 ist etwas anders aufgebaut. Der hat die Stromversorgung nicht über USB, sondern über einzelne Kabel, das heißt eine Plus-Minus-Leitung und eine Remote-Leitung. Die Remote-Leitung erkennt ein Audiosignal, was hier ankommt und gibt eine 12-Volt-Spannung hier raus, um beispielsweise einen Verstärker einzuschalten. Das heißt, wir können dieses ganze Modul auch direkt vor einen Verstärker setzen und dann von da aus in den Verstärker reinstreamen. Ist eventuell ganz interessant für Oldtimer, die ihr originales Oldtimer-Radio drin behalten wollen und trotzdem Musik hören wollen über Bluetooth. Dann baue ich einfach praktisch eine zweite HiFi-Anlage ein, wo ich dann einfach hier nur die Musik einspeise, das Ganze in den Verstärker gebe und das Radio vorne halt nur aus optischen Gründen da ist. Der Audioausgang bei dem BTR 200 geht auch über einen Klinkenstecker. Und der BTR 100, das ist dann die dritte Version davon, die ist auch von der Stromversorgung genauso aufgebaut. Nur der Audioausgang geht nicht über einen Klinkenstecker, sondern über einen Cinch-Audio-Stecker, das heißt zwei Stecker für rechts und links Audio. Preislich liegt die ganze Geschichte bei einer unverbindlichen Preisempfehlung von 49 Euro. Finde ich eigentlich sehr fair für ein Gerät, was wirklich hochwertig verarbeitet ist und vor allen Dingen, was sich zuverlässig mit den Geräten verbindet. Das ist eigentlich das Wichtigste, dass man sich darauf verlassen kann, wenn ich ins Auto steige, es verbindet sich und ich muss nicht erst das Handy wieder aus der Tasche kramen, weil es dann doch wieder nicht das gemacht hat, was wir haben wollten. Ja, ich hoffe, das Gerät macht ein bisschen neugierig. Ich finde es ein klasse Produkt. Wenn ihr Fragen habt, gerne einen Kommentar hinterlassen. Ansonsten auch gerne bei uns im Online-Shop bestellen.